Und damit jetzt ein herzliches Willkommen hier zu unserer Mick Schumacher-Karriere in F1 23. Wir werden dort weitermachen, wo Mick damals aufgehört hat. Ich bin sehr froh. Abonniert gern kostenlos den Channel. Es wird eine harte Season werden. 5,4 Kilometer, 15 Kurven und 3,3. Ja, meine ich. 3 DS-Zonen, so wollte ich sagen. Ja, der Höhenunterschied ist ziemlich okay, aber lasst uns jetzt mal echt ins Qualifying gehen. Blitz-Qualifying. Ich habe probiert, so nah wie möglich an Micks Helm dran zu kommen. Wir sind natürlich auch mit der Nummer 47 unterwegs und das leider auch im Haas. Aber abonniert gern kostenlos, wie gesagt. Lasst gern ein Däumchen oben da und schaut auch gerne auf Social Media vorbei. Ich dachte, wir mussten uns ein bisschen die Zeit vertreiben. Traktionskontrolle im Mittel, selbst schalten und natürlich auch Bremshilfe aus und AI 95. Deswegen auch hier so ein bisschen weiter hinten, doch es ist eine Strecke, die mir eigentlich tatsächlich gut liegt. Ich mag die Strecke in Bahrain ziemlich gern. Trotzdem haben wir hier im ersten Sektor schon eine halbe Sekunde Rückstand. Das ist natürlich absolut nicht das, was man sich wünscht. Hier runter, da hat es mich ein bisschen irritiert. Die KI fährt das ein bisschen gerade weiter. Ich denke mir so, geil, geil, geil. Aber ja, mein Platz da links oben zeigt nicht, dass es gut ist, was ich hier abliefere. Wir sind nur 11. Platz, wobei 11. Platz mit einem Haas, muss ich schon sagen, das war schon viel schlechter. Ich habe auch generell den Haas viel, viel schlechter im Kopf. Das Ding ist halt, kann schon sein, dass ich im Qualifying das ein oder andere Mal aufzeige. Aber ich weiß ja genau, dass die Schwächen von Haas eigentlich im Rennen liegen, beziehungsweise der Reifenverschleiß und auch vermutlich die Komponenten. Wir haben aber auch schon knappe 8 Zehntel Rückstand auf Max Verstappen, also das ist enorm. Das wird mich auch all in all nur in die Top 15 in Wirklichkeit bringen. Apropos, mein Teamkollege wird Nico Hülkenberg sein. Aus der letzten Kurve raus verliert nochmal den ein oder anderen Platz und da rutschen wir auf den 13. ab. Dennoch ein tolles Debüt-Qualifying. Ich meine, ja, Nick gibt ja eigentlich hier wieder sein Comeback. Und da direkt zum Einstand den 13. Platz. Kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Sainz, Perez, Norris, Hamilton, Leclerc, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Gasly, Ocon, Albon, der Goldjunge, Stroll, Tsunoda, Hülkenberg, Bottas, Ricardo, Joe und Logan Sargeant. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Und hier sind wir nun in der Startaufstellung. Lights out und let's go. Unser erster Start. Ich habe mich für den roten Reifen entschieden, eben weil die Konkurrenz hier tatsächlich viel, viel zu stark ist mit dem anderen Reifen. Es ist ein enges Duell hier. In Turn 1 vielleicht schon auf den 10. Platz vor. Das wäre natürlich top. Yes, Leute, wir schaffen es und gehen hier direkt auf Kurs unseren ersten Punkt einzufahren. Doch was im späteren Verlauf passieren wird, wird noch auf jeden Fall für Wirbel sorgen. Dazu aber später mehr. Jetzt mal hier. Wir können mit Piastri gut aktuell noch mithalten. Liegt aber vielleicht auch daran, dass Fernando Alonso vor ihm ist. Und gerade der Aston scheint auch diese Season gerade hier bei uns nicht so stark zu sein. Die waren auch im Qualifying jetzt nicht gerade die besten. Ja, der ein oder andere Fehler passiert mir hier noch. Das ist halt echt, das Auto ist komplett anders wie mein Audi damals. Aber auch komplett anders wie die Autos, die ich sonst so fahre. Also auch in unserer Mega-Season, die leider letzte Woche in Australien nicht kam. Das tut mir auch ehrlich gesagt leid, aber ich konnte einfach nicht. Mir ging es gesundheitlich ganz, ganz mies an diesem Wochenende. Ihr habt es vielleicht auch bei dem ein oder anderen Video mitbekommen. Deswegen tut es mir da tatsächlich leid. Aber ich möchte jetzt wieder regelmäßiger Content bringen, denn wir haben ja eine Deadline. Formel 1 kommt ja schon am 28. Mai raus und da muss ich auf jeden Fall on point da sein. Und da müssen wir tatsächlich was machen. Da müssen wir auf jeden Fall mit allen unseren Projekten fertig sein. Es wird auch noch Großes auf euch zukommen. Ich will jetzt nicht irgendwie spoilern oder so. Aber meine Lieben, wir werden auf jeden Fall einen Rückblick in die Formel 1 Vergangenheit wagen, den es noch nie auf YouTube so gab. Das kann ich euch auf jeden Fall spoilern. Also abonniert gern kostenlos, falls ihr es noch nicht habt.
und lasst doch ein Däumchen oben da. Jetzt nochmal zurück zum Reingeschehen. Zu meiner Überraschung können wir die Pace von Piastri gut noch mitgehen. Ich meine, es ist gerade mal die erste Runde vorbei. Wir gucken jetzt mal die Start-Replay an. So weit hinten bin ich zuletzt vermutlich in der dritten Season mit dem Audi gestartet. Der Haas ist wirklich jetzt nicht gerade das beste Auto, das man haben will. Aber trotzdem muss ich sagen, lässt sich hier ja ganz gut fahren. Ganz gut. Ist sehr ja launisch das Auto auf jeden Fall. Also gerade beim Gas geben und so, da musst du tatsächlich richtig aufpassen. Und auch Albon, das ist leider meine Konkurrenz aktuell so ein bisschen. Die Alfa Romeos und vermutlich auch die Williams. Da hinten ist es echt ein enger Fight um jeden Punkt. Und gerade Albon, der ist wirklich in der Vergangenheit schon ein sehr, sehr starker und solider Fahrer gewesen. Wir sind am Ende der zweiten Runde und ich kann hier die Pace von Piastri gehen. Ist es vielleicht, weil er noch in seinen ersten Rennen ist, oder ist es einfach, weil der McLaren noch nicht so funktioniert? Aber Piastri hier tatsächlich ganz, ganz schwach und meine Leistungen überraschend gut, Leute. Ich wundere mich echt, wo kommt die Pace vom Haas her? Wir fahren hier auf KI 95 und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum dieser Haas so stark ist. Ich meine, ich bin gerade mal auf dem 9. Platz. Dennoch, ich meine, ich halte mit einem McLaren mit. Wobei man sagen muss, gerade waren die auch zu Beginn des anderen Rennens, also der letzten Season, jetzt auch nicht so gut. Egal, bewertet ihr gerne mal in den Kommentaren, ob das eine Wow-Leistung ist oder ob das dann tatsächlich eher nur so mittelmäßig ist und dass man sich das eigentlich erwarten könnte. Ich meine, wenn ich mir angucke, was Hülkenberg letzte Season so gerissen hat, ja, muss man eigentlich gesagt sagen, ist es nicht so überraschend gut. Ja, Fernando Alonso jetzt vor mir, das könnte auch eine interessante Sache werden, denn Alonso ist, ja, er ist zwar letzte Season sau stark gewesen, aber gerade hier in dieser My-Team-Season, es ist keine My-Team-Season, sorry, es ist eine Fahrerkarriere, aber trotzdem, muss ich sagen, ist Alonso tatsächlich etwas schwächer als erwartet. Ich kann, ja, mit Mühe seine Pace mitgehen. Und auch nach hinten hin wird es sehr knapp werden. Wir sind in der vierten Runde und da vorne leuchtet gelb auf. Ein Red Bull wird langsamer. Wie cool ist das denn? Ich meine natürlich nicht für den Red Bull, aber für uns natürlich. Denn wir haben damit einen Platz gewonnen. Und das easy going. Es ist bereits unser 8. Platz und das wären 4 wichtige Punkte für Rennen Nummer 1. Ich meine, da hätten wir wirklich schon einen Fuß in der Tür drin. Denn da kann uns Gene Haas jetzt nicht direkt wieder rauswerfen. Also Gene, come on. Du musst uns eine Chance geben und die schaut tatsächlich mit jeder Runde besser aus, wenn da noch einer ausscheidet, alter Mann, Gene bekommt einen Herzinfarkt, glaube ich, also da müssen wir uns tatsächlich jetzt Sorgen um ihn machen, also so gut war das Team zuletzt beim Debüt, glaube ich, 2016 in Australien und das war ja, nein, war das 16 oder 15, ich bin mir nicht ganz sicher, trotzdem echt, eigentlich ein okayes Team. Ich meine, natürlich viel drumherum, auch mit Günther Steiner, aber auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, gefällt mir generell die aktuelle Teamphilosophie viel besser wie unter dem Regie von Günther Steiner. Ich meine, Steiner hat das gut gemacht, aber das stand irgendwie immer eher im Fokus. Spätestens nach Drive to Survive hat er so ein bisschen immer so ein bisschen den Macker gemacht und ja, da war auch nie so die Priorität, die Fahrer nach vorne zu bringen. Man wagt aktuell unter Komatsu was. Man hat viele Punkte schon einfahren können, also zweimal in Folge konnte man punkten und diesmal, also in Australien, sogar beide Fahrer auf 10 und 9 bringen. Ich meine, natürlich der ein oder andere Ausfall, aber ja, shit happens. Ich meine, das kann jeder mal machen. Es war bei Albon auch schon das ein oder andere Mal und ich muss echt sagen, ich bin sehr beeindruckt von der Leistung von Haas. Die scheinen auf jeden Fall dieses Reifenproblem in Griff zu bekommen haben, also im Griff bekommen zu haben. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und dennoch echt eine tolle, solide Leistung. Vor uns fighten sich Perez Hamilton. Vielleicht können wir da noch was machen. Okay, jetzt schießt mal wieder Fernando Alonso vorbei und auch der McLaren. Ich habe kein DRS gehabt. Und auch das ERS war leider aus auf der Geraden. Ja, und da kann ich kaum kontern. Vielleicht mit dem DRS. Die Reifen sind hier nach 5 Runden schon komplett am Ende. Das ist wirklich ein Reifenfressmonster und da muss ich echt noch mindestens 3-4 Runden aushalten. Also ihr könnt euch vorstellen, dass die nächsten Runden keine easy Sache werden wird, denn das Auto ist okay, aber der Reifenverschleiß ist wirklich
im Vergleich zu den anderen Autos enorm. Also ich denke mal, sogar der Williams hätte weniger Reifenverschleiß wie unser Haas hier. Das ist tatsächlich etwas schwach vom Haas. Außen an Alonso, der hatte aber auch hier einen kleinen Rutscher drinnen. Da muss ich ihn so ein bisschen in Schutz nehmen. Er ist voll rein gerutscht in die Kurve und da konnte ich halt einfach die Gunst der Stunde nutzen, um an den El Matador vorbeizugehen. Bin ich ehrlich gesagt auch richtig stolz drauf, denn einen Doppelweltmeister überholst du nicht im Vorbeigehen, auch wenn der Probleme hat. Ist das dennoch eine solide Leistung? Mick Schumacher hier. Ich weiß, es ist ein bisschen traurig, dass ich hier in der dritten Person von Mick rede. Problem war, ihr seht, ich blinke, kein ERS mehr da und ich durfte auch nicht den Heckflügel aufmachen. Und schon wirst du auf der Geraden aufgefressen. So ist es dann leider. Wir sind in der sechsten Runde, meine Damen und Herren. 31% haben die Hinterreifen. Für ein perfektes Pit-Window sollte ich theoretisch Runde 8 oder 9 reinkommen. Noch 3 Runden. Das könnte tatsächlich ein Riesenproblem werden. Russell und Hamilton geben sich da vorne live. Da gab es schon die ein oder andere Berührung. Jetzt schließen wir auch dazu auf, dass die Rest dürfen wir öffnen. ES ist auch noch ein bisschen was da. Aber auch Alonso, der zieht uns da regelrecht hinterher. Wir haben 6 Zehntel Vorsprung auf Piastri. 8. Platz aktuell immer noch. Das ist gut. Und in Turn 1 gehen wir rein. Alonso lässt die Tür innen offen. Und wir gehen an den Spanier außen. In Turn 2 und 3 jetzt hier vorbei. Wir sind wieder 7. Platz. Das wären 6 Punkte, Leute. Und das im Haas. Also ich glaube, besser hätte es nicht mal Magnussen zusammengebracht. Also tatsächlich. Ich habe mich aber auch für Nico Hülkenberg entschieden. Da haben wir die deutsch-deutsche Offensive bei einem amerikanischen Team. Das finde ich interessant. 7. Runde. Und die Reifen. Ja, 34% hinten links. Das ist auch das meiste. Generell die linke Seite mehr beansprucht durch diese langgezogenen Kurven. Gerade, ich glaube, Turn 13 oder 14. Nein, das ist, glaube ich, 12 und 13. Also das sind generell diese Kurven. Das geht ordentlich an die Reifen, die nächsten hier. Also gerade diese langgezogene linke, die geht an die Außenseite. Und dann die langgezogene rechte, vor allem jetzt diese hier. Die hier, die geht ordentlich an die komplett linke Seite. Ihr seht es auch, 36%. Und da kann ich kaum das Auto on track halten. Ich sehe natürlich George Russell vor mir. Aber ich sehe auch, dass... schon wieder gelb. No way, Leute. No way. Wer scheidet da aus? Da wird einer langsamer. Ist es der zweite Red? Nein, das ist ein Ferrari. Das ist Charles Leclerc, oder? Das ist Charles Leclerc. Das ist Charles Leclerc, Leute. Es ist der 6. Platz. Und bitte jetzt noch Safety Car. Also das wäre so abnormal, wenn ich jetzt noch Safety Car... Da. Leute, dann werden wir heute... Nein, ich gehe hier rein. Grün ist wieder da. Ich bremse sehr spät. Und wir übernehmen den 5. Platz. Wir sind aktuell auf dem 5. Platz beim Debütrennen für Haas mit Mick Schumacher, Leute. Ich verstehe die Welt einfach nicht mehr. Da war eine kleine Unachtsamkeit seitens George Russell. Und wir können hier tatsächlich die Pace ganz gut mitgehen. Es ist die 9. Runde. Jetzt öffnet das Pit Window und wir sind in einem so perfekten Zustand. Vor uns ist zwar Hamilton mit über 3 Sekunden weg, aber hinter uns eine Sekunde auf Russell. Die kämpfen noch mit Alonso und Russell. Leute, was soll ich euch sagen? Es ist aktuell so ein bisschen wie im Himmel. Das Bahrain-Rennen ist einfach perfekt. Wir waren zwischenzeitlich schon mal in der Box, auch ein großer Teil des Restes ist hier in der Box und ich bin vor Russell rausgekommen. Wir sind immer noch auf dem 5. Platz, es hat sich nichts getan. Wir haben sogar eine halbe Sekunde auf Lewis Hamilton aufgeholt, der anscheinend so ein bisschen den Boxenstopp vermasselt hat. Und wir würden hier 10 Punkte holen und das beim Debütrennen. Leute, das ist einfach zu geil, um wahr zu sein. Auch Alex Albon auf den 7. Platz. Was geht bitte ab? Ist diese Haas-Season bitte eines der weirdesten Dinge, die ich jemals gestartet habe?
aus der ersten Schikane hier raus. Ja, Alonso ist zwar nur noch 1,4 Sekunden hinten und ich weiß auch, dass zum Schluss hin die Reifen ordentlich ja, dran sein werden. Dennoch haben wir 9 Runden mit dem roten Satz ausgehalten. Das spricht schon mal ein bisschen für uns und das spricht auch schon mal so ein bisschen dafür, dass das Auto doch nicht so schlecht ist, als ich mir das erwartet habe. Wir werden noch mindestens eine Season brauchen, um die kompletten Upgrades zu bringen. Ich weiß auch nicht, ob wir nicht eventuell einen verlockenden Wechsel am Ende der Season machen. Aber da müssen wir noch warten, ob Frédéric Vasseur zufrieden ist mit unserer Leistung und natürlich, ob sie auch hier bei uns den Sainzi raushauen wollen. Leichter Rutsche hier. Wir sind mittlerweile in der 19. Runde, Leute. Halbe Sekunde Max. Ah, Fernando Alonso. Ja, vor uns über 8 Sekunden ist jetzt Perez weg. Also ich konnte da absolut die Pace nicht aufrecht halten. Es war zwar sehr strong, aber das, glaube ich, ist schon mal das Hauptproblem unseres Autos. Denn wir sind zwar in der Grundpace ziemlich stark, aber leider nur 1-2 Runden mit dem frischen Satz. Und dann bauen diese Reifen tatsächlich in so einem Übermaß ab. Am Schluss des Stints sind die Reifen dann wieder okay. Aber gerade so nach 3, spätestens 4 Runden sind die Reifen komplett durch. Das geht dann wirklich 4-5 Runden so. Also die ersten, das war so im ersten Stint, die ersten 3 Runden war das Auto top. Dann wirklich 4-5 Runden war das Auto kompletter Schrott. Und am Schluss vom ersten Stint war das Auto dann wieder da. Und jetzt kommt Fernando Alonso da tatsächlich angeschossen. Können wir das nochmal irgendwie abwehren? Es gibt zwar DRS, aber er hat jetzt auch die Innenseite. Ich werde mich gut positionieren und Alonso rutscht. Und jetzt rutsche ich auch, Mann, das gibt's nicht. Jetzt noch einmal hier alles zusammenkneifen, was geht. Und wir sind nicht vorne, Leute. Jetzt geht's hier rein. Der letzte Verzweiflungsmove hier. Ich will den 5. Platz. Ich rutsche ein bisschen neben die Strecke und Alonso geht hier wieder innen vorbei. Es ist trotzdem, es wäre hier dennoch der 6. Platz. Komm, Piastri, bleib hinten. Mann, mach es uns nicht so schwer. Du warst das ganze Rennen nicht auf unserem Niveau. Oh Leute, die Reifen sind jetzt komplett tot. 41% hinten links. Und ich muss tatsächlich so ein bisschen beten, dass sich das Ganze noch ausgeht. Es gibt das DRS jetzt noch einmal. Ich schaue gar nicht mehr so richtig auf Alonso, sondern eher auf Piastri in den Rückspiegel. Der ist nämlich nur etwas mehr als eine halbe Sekunde hinter uns. Und auch Albon im Schlepptau mit dabei. Der will auch noch. Wir gucken uns das Ganze noch einmal in der Replay an. Runde Nummer 18, da waren wir an der Innenseite, aber da war ich so ein bisschen in Distanz und konnte das DRS mitnehmen gegen Alonso. Der ist wirklich so aggressiv, Alonso, also wirklich, der könnte tatsächlich ein Pitbull werden. Und dann hier in Runde 19, da gehen wir eigentlich an, ja, da kam der Rutscher dann von ihm und auch von uns. Doch ich glaube, das Ganze könnte vorbei sein. Der Exit aus der letzten Kurve darf nur nicht schief gehen. Ja, wir rutschen ganz, ganz leicht, aber ich glaube, das ist zu. Das war minimal. Jetzt gibt es auch noch das DRS, Leute. Wir beenden unser erstes Rennen mit Mick Schumacher auf P16. Auf P6 natürlich. Auf P6 und haben damit auch noch, ja, 7 Plätze gut gemacht. Werden direkt Fahrer des Tages. Ich bin unheimlich zufrieden. Wirklich. Eine erstaunliche Teamleistung hat hier in der Wüste zum Sieg geführt. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Auch Sainz gewinnt hier tatsächlich. Lando wird Zweiter, Hamilton Dritter. Aber ehrlich gesagt, was soll ich euch sagen? Ich bin enorm zufrieden mit dieser Leistung. Es ist tatsächlich wie im Märchen geworden. Ich freue mich extrem. Das hätte absolut nicht besser
sein können und da bin ich echt froh drüber. Falls euch diese Karriere gefällt, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo freuen, Leute. Hier gucken wir uns das Ganze nochmal an. Nico ist 14er geworden und wir sind jetzt in der Weltmeisterschaft auf einen soliden 6. Platz, weil eben natürlich wir auch auf den 6. Platz ins Ziel gekommen sind. Es wird auf jeden Fall eine spannende Season und es wird nicht nur Ups geben, denn wir haben mit Saudi-Arabien vor allem auch Katar, da habe ich richtig Schiss davon, und auch Monte Carlo Rennen, wo es viel mehr auf Abtrieb und Reifen ankommt, aber auch Spanien, das ist wirklich eine Reifenfresserstrecke schlechthin, auch Brasilien, da bin ich sehr gespannt, wie sich das Auto entwickeln wird und eventuell bekommen wir dann in der nächsten oder übernächsten Season auch von Frédéric Vasseur einen, ja, wenn die Leistung stimmt, einen Vertrag angeboten, da freue ich mich extrem drauf. Jetzt mal fett Upgrades kaufen, Aerodynamik, da ist kaum was da und hier haben wir noch einmal den Weltmeister, die Weltmeisterschaft. 6. Platz in der Konstrukteurs-WM. On point direkt. Da freue ich mich wirklich megamäßig drüber. Und für heute war es mal. Vielen, vielen Dank für euren Support. Schaut doch gerne morgen und übermorgen wieder hier vorbei oder später noch auf TikTok. Ich kann euch versprechen, Saudi-Arabien wird richtig krass werden. Und das wird nicht so easy wie heute. Also wir sehen uns hoffentlich wieder hier oder später noch auf TikTok. Vielen Dank und ciao.